Na gut, dann holen wir uns mal den Rest vom Fest hier. Es sind doch weniger Bäume als vorher. Kann das sein oder kommt mir das nur so vor? Die großen Bäume hat er sich gemerkt. Die Palmen sind wieder da. Ich glaube, so ist's. Ach, weißt du was? Ich gehe mal kurz darüber. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. So, da ist es. Na gut, dann linsen wir mal kurz rüber und mal gucken, was wir da kriegen. Ich hoffe, was Feines. Da oben drauf? Na, besser hätte man den Strahl aber nicht treffen können. Oh, schön viele Bäume hier. Da können wir theoretisch mal... Ist hier was Böses? Wie soll ich denn da... Wer hat sich denn das ausgedacht? Ich habe keine Steine mehr. Ich habe keine Steine mehr. Toll! Heute ist echt mein Glückstag. Da ist was Böses. Heute ist ja richtig mein Glückstag. Da freue ich mich ja mega. Hat sich ja auch voll gelohnt, hier hinzugehen. Toll. Wirklich, wirklich ganz toll. Wirklich spitze. So, hier ist ein hohler Minibaum. Die wirklich gar nichts bringen eigentlich. Wow, der hat nicht ein bisschen Holz gehabt. Obwohl ich... Was ist denn? Ach so. Der Strahl hat uns, glaube ich, nur verhöhnt. Kann das sein? Mit dem Verhöhnaroma. Da ist, glaube ich, noch was Böses, wenn ich das richtig... Oder ist das ein Dodo? Ich glaube, es ist ein Dodo. Ich bin mir nicht sicher. Wow, zwei Holz, zwei Thatch. Also diese großen Bäume sind wirklich... Die sollte man eigentlich meiden. Guck mal, ein Dodo. Ich liebe Dodos. Also meine besten Freunde. Bevor ich den boxe, also ich muss da nochmal gucken. Ich weiß nicht, man muss den Narco-Berries mit reinpacken, damit er bewusstlos bleibt. Aber irgendwie hat er die nicht gefressen. Ich weiß aber nicht warum oder wie man dem sagt, hier, friss mal die Narco-Berries. Das verstehe ich nicht. Die Bären hat er voller Wollust und Inbrunst. Das Problem ist, wenn wir ihm aus dem Maul hauen, während er bewusstlos ist, dann funktioniert es mit dem Taming eher schlecht. Überleg mal, du willst ein Pferd zähmen, wie oft haust du dem aufs Maul, um sein Vertrauen zu gewinnen? Ist schwierig. Funktioniert seltener. So, Palme einfach mal 10-mal so viel Holz wie die Bäume. Okay. Das nehme ich mit. Das ist ein Schatten. Okay, wir sind wieder in Kambat. Aber das macht uns natürlich nichts. Noch geht's ja. So, jetzt sind wir wirklich sehr langsam. Oh, Alter. Oh, nice. Ich kann gerade nicht schneller gehen. Dim, 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 dim
Ach, ist das schön. Cool, wie das Ding da unten oder da runter segelt. Theoretisch könnten wir dahin und das holen. Das ist eigentlich bei unserer Hütte. In der Nähe, glaube ich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wo ist denn unsere Kiste? Ich weiß es gerade nicht. Scheiße. Alter, ich kann doch jetzt nicht hier so rumhumpeln. Boah, leck mich am Arsch. Boah, schnarch. Was? Der Dodo verfolgt mich. Der hat gesehen, dass ich jetzt verwundbar bin. Ich weiß. Aus dem Dodo entwickelt sich später natürlich, das hätte ich wissen müssen, aus den Dodos entwickelt sich später das natürliche Haushuhn. Das Haushuhn, das Rebhuhn. Nein, das natürliche Haushuhn und eine Verzweigung daraus ist natürlich das Evil Chicken. Das hat's mit den Dodos auf sich. Erinnerungen kommen gerade hoch. Und ich weiß irgendwo, wir haben es ja gerade gehört. Es muss hier also irgendwo sein. Ich weiß allerdings nicht wo. Und wir sind gerade ein bisschen wehrlos. Ich kann gerade leider, es dauert hier ein bisschen, bis ich hier mich bewegen kann. Wo ist denn diese verfluchte Kiste? Die muss hier in den Steinen irgendwo sein, aber wahrscheinlich nicht an diesen hier, sondern wahrscheinlich an denen hier. Zum Glück kann ich auch nicht springen. Ah, scheiße, ich muss außen rum. Ich komme mir gerade vor wie Heinz Sielmann, wie ich hier so langsam durch die Büsche luge, dass ich hier gleich irgendwelche Tierarten bei der Paarung beobachte oder so. Der gemeine Lurch. Hier beobachten wir ihn in seinem natürlichen Lebensraum. Im Sommer bei der Brunft. Der gemeine Lurch paart sich gerne und oft. Und aufgrund seines wechselnden Geschlechtes auch oftmals mit sich selbst. Was? Ja, ist das schön hier über die Lichtstrahlen. Ich find's toll, wie es langsam hell wird und wir hier immer noch versuchen. Alter, wo ist denn die Scheißkiste? Ich hau hier gleich das Holz, hau ich hier gleich auf den Boden. Das dauert mir zu lange. Das Problem ist nur, ich finde das danach nicht wieder. Ich gehe nochmal ganz kurz da drüben hin, aber anderswo. Hier sind aber auch schon wieder Palmen unten am Strand. Das kann nicht hier gewesen sein. Wir sind zu weit, aber wir waren gerade eben am Wasserfall. Ist sie nicht hier in den Steinen? Oh Gott, wie lange das dauert. Oh. Ich sehe meine Füße nicht mal mehr. So, ich konsume mal ein paar Beeren. Ich hoffe, die halten länger als das Fleisch. Ach, jetzt gehe ich ein bisschen schneller, weil ich so Beeren gegessen habe. Cool. Hätte ich vielleicht schon eher drauf kommen können. Da auf ein bisschen Holz. Nein. Pass mal auf. Na, das geht doch langsam. Beeren sind weg. Springen können wir noch nicht, aber wir können. Da ist die Kiste. Na, endlich. So wird's gemacht, Freunde. Hier, strategogatisches Überleben. Mit Survival Guide Gronkh, das geht doch ganz stark nach vorne. So, hier 100 Holz rein. Wie viel passt denn hier in die Storage Box eigentlich? Wo steht es nochmal? Hab ich vergessen. Egal, ich schmeiß alles rein. So. 34 Wut. Und dann können wir gleich wieder ein bisschen weitergehen, denn wir brauchen noch etwas Wut. Natürlich für unseren Krempel. Da habe ich jetzt die... Hallo? Da habe ich die Palmen geholt. Das ist aber peinlich. Das sind noch die guten Palmen. Das sind noch die Palmen, die wir noch brauchen. Geronimo! Come on.
wie der sich hier auf die Bäume stürzt. Ah, okay, ich bin tired. Entschuldigung, ich regain ja schon. Oh Gott. Also, er erschöpft mich ja alles. Ah, das Spiel ist so schön. Ich wünschte, andere Spiele wären auch so schön. Aber das Spiel ist manchmal auch nervig. Vor allen Dingen, weil alles hier irgendwie... Weil alles ständig kaputt geht und alles so marode ist und alles verfault dauernd. So, hier muss ich gucken. Hier war doch irgendwo der kleine Pisser. Aber der ist irgendwie nicht da. Okay, gut. Soll mir recht sein. Mein lieber Scholli. Habe ich schon erzählt, dass wir überladen sind? Immer wieder schön. Oh nein, bitte nicht wieder die Himmelbäume, aber ich glaube, gerade ist nur windig, oder? Ich glaube, jetzt fängt das hier nicht wieder an mit den Palmen wie letztes Mal. La 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 la. Komm, ich hau dem jetzt auf den Arsch. Dann tame ich den. Level 2, den kriegen wir doch hin, oder? Bäh. Kaum unterm Arsch fängt es an zu regnen. Ach süß. Ich mag die irgendwie. Ich wünschte, wir würden auch so kleine Babysaurier sehen. So, dass die hier halt, ne, dass die laufen hier überall rum. Dass die manchmal auch so ein paar Baby-Dinger dabei haben. Die man vielleicht leichter tamen kann und dann erziehen, also aufziehen natürlich. Sowas in der Richtung, das wäre natürlich auch toll. Wobei das bei Babys schwieriger ist. Weil, wenn man die den Eltern dann reißt, dann sind die Eltern naturgemäß nicht so erfreut darüber. Manche Eltern sind das vielleicht, die sagen, jo, bitte, Baby, nimm, ich hab drei, hier, nimm alle. Aber generell ist es schwieriger. Gerade, ich glaube, gerade bei Tieren ist es dann doch eher schwieriger, oder bei Sauriern dann, dass man dann so sagt, oh, hier, Baby. Huch, da flimmert da gerade was Schwarzes. Eine schwarze Textzeile oder was immer das war, flimmert hier gerade auf dem Monitor. Ich muss mir einfach was zu trinken einschenken. Ach, ich hab noch. Ich proste dir zu, lieber Zuschauer. Genau dir proste ich zu. So, angemessenerweise übrigens gerade ein leckerer Cranberry-Saft. Passt ja hier irgendwie zu den ganzen Beeren. Ich fühle mich auch immer viel getamter. Tamed it love, la la la. Tamed it love. Ich gehe übrigens mit dem Holz direkt zu unserer Behausung, ne? Nicht, dass sich jemand fragt, was macht der da. Ich gehe jetzt erstmal zur Behausung, da können wir ein bisschen rumbasteln, das wäre ganz schön. Da fällt mir gerade was ein. Ich bin doch doof, das habe ich vergessen. Wir wollten erstmal eine Wooden Ramp. Wir haben 14 Fiber. Das ganze Fiber ist drüben in der Kiste. Ich gehe nochmal kurz zur Kiste, denn wir können ja Sachen direkt da herstellen. Stimmt ja, die Sachen, die wir herstellen, sind ja viel, viel leichter. Also ich könnte jetzt zum Beispiel schon mal, da ich weiß, wir brauchen die... könnte ich jetzt schon mal eine Ramp herstellen. Dann müsste es gleich viel leichter werden, denn die kostet 60 Holz. Na, sieh mal eine an. Hui! Der Baum winkt gerade. Und das ist meine Antwort. So. Du hast gekackt. Du hast gekackt. Ist das nicht vertrackt? Ja, du hast gekackt. So, das nehmen wir mit. Fiber nehmen wir auch mit. Ich weiß, wir sind Benedict Cumberbatch, aber das ist mir gerade egal. Ramp weiß ich nicht. Wooden Ceiling werden wir ein paar Mal brauchen, glaube ich. Sagen wir mal viermal, wahrscheinlich öfter. Viermal geht ja gerade eh nicht. Hahaha.
Wie viel kosten die eigentlich? 60 Holz, das ist stolz. Manchmal, so viel Holz haben wir gar nicht mehr. Ach du Scheiße. Das ist wirklich nicht viel, wenn ich das mal so sagen darf. Das wird alles ein sehr teurer Spaß. Wooden Wall, die... Okay, Wooden Ceiling wiegt 20. Das ist viel weniger als die 3 Milliarden Holz, die wir hatten. Fiber lasse ich nochmal hier. Das heißt, wir können ja gleich mal losgehen. Die Ramp lasse ich auch mal hier. Wir können mal losgehen, ein bisschen weiter Holz basteln. Basteln vor allen Dingen. Ich mache das mal anders. Nehmen wir Fiber mit. So, Fiber 54, Fiber nur 90. Gib mal her den Lachs. Und das wiegt ja nicht so viel. So, los geht's. So. Wir haben ja genug. Huch. Ach, you're tired. Mann, hör mal auf, so tired zu sein ständig. Faule Schwein, ey. Jetzt arbeite hier gefälligst für dein... Naja, für dein Haus. So. So. Die fixen wir mal eben. Dann gleich die nächste. Ich gehe jetzt mal zwischen den Bäumen, damit wir ein bisschen ausruhen können. Sonst sind wir zwar schneller am Laufen, aber da müssen wir die ganze Zeit warten. Bis der junge Mann sich wieder beruhigt. Jetzt nimm den Baum. So, wir sind wieder Benedikt Cumberbatch. Sehr schön. Das heißt, mit ein bisschen Glück. So, mit ein bisschen Glück können wir jetzt wieder gleich was craften. Und zwar ein bisschen Wooden Ceiling. What a ceiling. What a ceiling. So, die haben wir. Wie viel haben wir? Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben insgesamt jetzt. Anhand der Gewichtsverteilung merkt man doch, dass man sehr viel weniger Holz brauchen sollte für die Sachen, weil die wiegen ja am Ende auch viel weniger. Also ich glaube, so ganz ausbalanciert ist das halt noch nicht, aber macht ja nichts, ist ja alles noch sehr early. Da gibt es, glaube ich, noch einiges zu balancieren. So, dann holen wir uns da drüben mal. Hier kommen die stattlichen Bäume. Hier geht's richtig los. Hier geht's. Ja. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr gehen. So, Craftables, ich weiß gar nicht, wie viel wir noch brauchen. Wir können immer zwei Stück machen. Ja, mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt hier? Vier. Das wird, glaube ich, auch noch nicht ganz reichen. So. Thank you.
Boah, kann mich wieder kaum bewegen. Gut, dass sie nicht auf uns drauflatschen. Huch, jetzt kann ich noch ein Wundenzieling machen. Sieh an, wir werden also langsam wieder ein bisschen voll.